So 2-0 gegen Formberg, das war doch das erwartete Kampfspiel heute, oder? Das war das erwartete Kampfspiel, ja. Wir wussten schon, was uns erwarten wird am Wochenende. Das Wetter hat uns nicht in die Karten gespielt, aber zum Glück die ganze Woche so Bedingungen gehabt, wussten schon, was auf uns zukommt. Und das 6-Punkte-Spiel vorneweg schon gewonnen, ja. Aber wenn man dich so anguckt während des Spiels, zu Hause an jeden Ball, dann ist eigentlich genau dein Platz vielleicht auch, oder dein Gegner jetzt davon. Kann man so sagen. Nee, ist brutal anstrengend auf dem Platz und auch auf einem normalen Platz hört man sich rein. Ja, es sieht halt vielleicht auf dem Platz ein bisschen härter aus, man ein bisschen mehr rumrutscht und so weiter, aber nee, man haut sich schon rein. Seit der 5 Spiele in Folge umgeschlagen, das gibt schon mal ein echt gutes Gefühl. Ja, das ist ein mega gutes Gefühl. Schon im Training, die Stimmung ist ganz anders als die letzten Spiele. Wie du schon gesagt hast, 5 Spiele in Folge nicht verloren, 3 Siege, 2 Unentschieden, also geht nicht schöner. Kommt wieder FC Köln am Samstag? Heute. Wird ein komplett anderes Spiel als heute, oder? Weil die vielleicht mehr spielerisch kommen werden können. Müssen wir abwarten, wie die Woche wieder, wie das Wetter wird, wie der Platz sein wird am Wochenende. Aber an sich wird das ein anderes Spiel. Werden wir uns aber jetzt die Woche darauf vorbereiten. Ja, ja, danke. Danke auch. Haben die da mal die 2-0 gegen den VfL Homberg? Was geht denn dir vor jetzt nach dem Spiel? Ja, momentan einfach nur Zufriedenheit, einfach, dass wir das Spiel gezogen haben. Es war wichtig und zwar das von Anfang an klar, dass das ein wichtiges Spiel wird. Man durfte das nicht zu hoch hängen, aber uns war schon klar, dass wir das Spiel bestmöglich gestalten sollten und das ist uns gelungen heute. Ein 2-0, ein brustlösendes Tor, war das auch ein bisschen der Inbegriff eurer heutigen Willensleistung? Ja, das sind so Spiele wie gegen KFC Uerdingen, wie gegen Homberg, das sind so Spiele, da ist der Wille, den du dem Gegner brechen musst, das kann zäh werden, das kann dauern, das kann eklig werden, aber wir setzen alles daran, dass wir dagegenhalten und noch mehr, sogar ein Zeichen setzen und noch versuchen, noch, wenn es möglich ist, dann über fußballerische Elemente nach vorne zu kommen, dass es dann vielleicht weniger ansehnlich ist und so, das ist uns dann bewusst, aber uns zählen vor allen Dingen jetzt in der aktuellen Situation Punkte und die holen wir Gott sei Dank. Auf Platz war heute nicht allzu einfach bei dem Rasen, oder? Ja, definitiv. Also ich habe schon gesagt, der Platz ist schon so grenzwertig. Im 16er selbst ist nochmal eine andere Stufe. Deswegen war es nicht einfach. Ich bin auch froh, dass der Ball dann irgendwie doch noch durchgekullert ist und nicht irgendwann stehen geblieben ist. Also von daher, ja, grenzwertig. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, ihr seid zum Spiel umgeschlagen. Das muss jetzt einfach Auftrieb geben, oder? Jetzt für Köln, für den engen Terminkalender jetzt in der nächsten Zeit. Ja, klar. Wir wissen, wir haben viele Spiele jetzt hintereinander. Wir wissen auch, dass wir jetzt eine gewisse Anzahl von Spielen umgeschlagen sind, aber das darf uns jetzt aktuell nicht interessieren. Wir machen das auch, wir sehen jedes einzelne Spiel separat betrachtet und dieses Spiel wollen wir gewinnen. Und wenn es dann am Ende mit so einer Serie ist, dann ist es umso erfreulicher, aber wir wollen jedes Spiel versuchen, positiv für uns zu gestalten. Danke. Bitteschön. Fuad, 4. Spiel in Folge, ohne Niederlage, 3. Sieg. Läuft im Moment bei der Alemannia, oder? Wobei heute mit Laufen nicht so viel war auf dem Platz. Du bist nicht gut informiert. 5. Spiel in Folge. Ja, wenn man noch Netz dazu nimmt. Ist über ja so. Okay, alles klar. Du sagst in Folge. Ja, okay, hast recht. Nein, Respekt, wie die Jungs alles aufgesaugt haben, wie die Neuen sich integriert haben, wie wir dieses Teamspirit reinbekommen haben, wie die Jungs sich aufopferungsvoll reinschmeißen in jeden Zweikampf bei solchen Platzbedingungen, Verhältnissen, genauso in Wiedenbrück, ein ganz extrem tiefer Platz, wo sehr viel Körner gelassen wurde, heute wieder enorm. Wir haben Gott sei Dank zweite Halbzeit nochmal eine zweite Luft hinten raus bekommen, muss man sagen. Erste Halbzeit war grandios, ob wir diese Platzverhältnisse, dass wir so viel produziert haben und trotzdem spielerische Akzente gesetzt haben. Umso weniger war es dann zweite Halbzeit, dass wir den Zugriff hatten und dementsprechend der Gegner natürlich am Drücker war. Wir wussten, dass sie Risiko gehen werden und müssen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und ich sage ja, wir haben sehr gute Kontermöglichkeiten gehabt, wo wir auch mit Marco da den Lucky Punch schon vorher setzen können. Haben wir mit Amdi geschafft letzten Endes und ich bin froh und nochmal, bin überglücklich, dass diese Mannschaft sich damit belohnt hat. Frage zu Gündis, ist der Akku bei dem eigentlich irgendwann mal leer? Ja, Gott sei Dank ist es so. Wir wollen ihn ja auf 90 Minuten bekommen. Ich habe ihn in Wiedenbrück rausgeholt, weil wir wussten, was auf uns heute auch zukommt. Und vor allem er sehr viel überspielt wurde auf seiner Seite dort, um ihn auch so ein bisschen ein Stück weit zu schützen, weil er braucht die Kugel, er muss Aktionen starten mit dem Ball, er muss seine Zweikämpfe gewinnen, um dann wieder ins Spiel zu kommen. Und heute hat er es respektvoll und bravourös gemacht, muss man sagen. Frage, 8. Minute, ist ja ganz kurz das Herz in die Hose gerutscht, ne? Als die Homberger auf einmal so frei am Langpfosten standen. Ja, das stimmt, das stimmt.
Ja, ist ja so. Ich meine, wenn der Gegner dann anfängt, am Drücker zu sein und vor allem sehr viel Überspiel, sehr viel Diagonal, sehr viel lang, dann geht er auf letzte Reihe und mit Mann und Maus versucht dann auch bei Standards reinzugehen, ist ja normal, dass man dann immer mehr Risiko nimmt, weil man hat nichts mehr zu verlieren. Wir haben das trotz alledem bis auf diese Chance, muss ich sagen, die haben zwar mehr Ballbesitz gehabt, aber so gravierend hatte ich nur diese Szene im Kopf, zweite Halbzeit, sonst haben wir vieles wegverteidigt. Wobei wir nach und nach mehr die Ordnung wieder bekommen haben und dementsprechend auch dann auch mehr Zugriff zum Ende hin hatten. Viele Ballgewinne, wo wir dann auch umschalten konnten. Und deshalb ist es so, Fußball ist eine Wellenform. Wenn du dann diese Phase hast, darfst du kein Tor kassieren, um da wieder rauszukommen. Und das haben wir geschafft. Letzte Frage meinerseits. Was läuft seit Schalke, jetzt habe ich es, ne? Besser als vorher? Sind das nur die neuen Spieler? Nein. Auf keinen Fall nur die neuen Spieler, die, es ist ja, ich habe immer betont, es geht nicht darum, dass wir hier Spieler haben, die es nicht können, das ist Quatsch und dazu stehe ich auch. Es sind unsere Spieler, die einfach einen neuen Impuls gebraucht haben, wir haben eine andere Balance gebraucht im Team und den haben wir hier hergestellt. Es geht nicht darum, dass wir den einen oder anderen aus unserem Team schlecht machen wollen, um Gottes Willen, weil wir sehen, wie diese Jungs auch endlich zu ihrer Stärke finden und das auch abrufen können, weil sie wissen, dass der ein oder andere dementsprechend andere Qualitäten hat und das Ganze super ergänzt. Wir haben Tempo, wir haben mehrere Möglichkeiten auch zu wechseln, wir haben mehr Qualität in der Breite bekommen und das war das Ziel und ich bin sehr froh, dass das auch greift und dass diese Jungs miteinander super klarkommen.